So, herzlich willkommen zum neuen Let's Play von Day of the Tentacle. Wir haben es endlich geschafft. Ich habe auch den großen Ron Tagoga wieder eingeladen. Genau, ich bin wieder hier. Die großen LucasArts-Fans sind wieder vereint, würde ich sagen, oder? Ja, also diesmal lohnt es sich eigentlich auch wieder, weil wir eigentlich einen guten alten Klassiker wieder an Land gezogen haben. Also Day of the Tentacle 2. Den erst vor einiger Zeit schon angekündigt mit dem Video und jetzt haben wir es endlich realisiert. Also wir starten jetzt das neue Let's Play. Genau, den ersten Teil habe ich schon damals auf dem Amiga, da habe ich meinen ersten Belohnungspunkt gehabt, also sogar damals auf einer Diskette für den Amiga, das war der erste Teil. Habe ich aber noch nie durchgespielt ganz, weil ich fand ihn so schwer eigentlich. Ja, also ich hab's oft durchgespielt, also gerade in meiner Kindheit, damals einmal mit Komplettlösung und dann immer wieder aus dem Kopf, weil ich es einfach geil fand. Also ich meinte also jetzt den ersten, das war den ersten Spiel, ja, genau. super friedlich alles und so, also ich fand es richtig geil. Aber den Teil hier, ich hatte damals glaube ich auch schon sofort die Talkie-Version, diese CD-Version. Ich hatte nie diese normale Version davon. Ich hatte beides mal. Ach so, okay. Aber ich würde sagen, ich starte erst mal und dann können wir immer noch. Ja, klar. Los geht's. Entwickler kommen wir da? Nee, ich denke nicht. Ich würde dann die ganze Zeit dazwischen labern. Ja. Nee. Dann sabbeln sie dich zu Tode. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als... Könnte ich... Die Welt erobern! Ich glaube, den brauche ich für die Bandlavern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Sieh mal, Hoagie, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bandlavern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Hat sich gerade ein bisschen wiederholt. Ed Allison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Wie sag ich zum Tollhaus? Haus der Verrückten, Haus der Verrückten. Ja, okay. Aber Menschen, ne? Einfach nur Menschen war das in Englisch. Ja. Aber hier merkt man auch, die haben hier nicht viel. An der Grafik haben die nur halt glatt gemacht. Ja, also viel gerissen haben sie nicht. Das ist eigentlich total glatt gezogen mit Grafik eigentlich. Genau. Schaltest du die ganze Zeit um gerade oder was? Ja, ich hab auch so ein bisschen. Aber kannst ja gleich mal sehen, weil hier hast du nur diese Wolken und so. Du kannst ja mal schalten, wenn wir jetzt mal richtig die richtige Grafik im Haus haben. Hier siehst du ja mal das Gleiche. Aber so ein paar Details mehr hätte man vertragen können, ne? Ja, ja. Das habe ich ja auch mal gesagt, wenn sie jetzt zum Beispiel Indiana Jones remaken würden oder so, kann ich nicht einfach nur gerade platzieren. Aber da muss ich auch sagen, dass sie das bei Monkey Island viel besser gemacht haben, weil bei Monkey Island sind Special Editions, ne? Da siehst du ja richtig die Mühe, die Details, die siehst du halt nur. Aber da war noch LucasArts am Werk. Ich hab auch gemerkt, wenn ich jetzt auf meinen neuen 4K-Fernseher angucke, da kommt das richtig Vergeltung.
Ja, wie gesagt, das geht aber nicht besser als Full HD sein, weil die Auflösung geht ja sowieso nicht mehr so großartig. Ja, also wenn ich auf einen kleinen Bildschirm komme, dann kommt es nicht so zur Geld wieder von großen. Ja, mag sein. Diese Kuh da hinten. Aber das ist auch so ein cooler Comic-Style, das Spiel, ne? Naja. War schon mal gewesen, aber ich fand's auch cool. Aber ich war halt nie so ein Fan davon wie du, weil, wie gesagt, ich weiß ja ganz genau, dass du ja das Spiel schon zigmal durchgezockt hast, ne? Das war halt mein erstes Spiel, was komplett Sprachaufgabe hatte. Mhm. Das hat damals, es gab's noch bei uns so in dem... Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Haugi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mach hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Okay, jetzt sehen wir hier einfach nochmal die Bewegungssteuerung, wie es mit der Maus geht und wie es mit der Tastatur geht und so. Und du spielst jetzt echt mit einem Gamepad oder was? Nee, ich spiele jetzt mit der Tastatur. Ach Gott sei Dank. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so weit mit einem Gamepad. Also es geht, aber ich hocke da manchmal abends lieber auf der Couch. Ja, ich weiß. Weißt du, dass du ein Coucher bist? Ja, ich bin Couch-Potato. Also ich bin da wirklich einer, ich bin ein totaler PC-Gamer. Also ich muss hier die Tastatur haben, die Maus und meinen Monitor genau vor der Fresse. Und dann bin ich glücklich. Ich glaube, ich muss mir auch mal einen anderen Stuhl holen. Hier meiner ist so ein bisschen abgefuckt. Deswegen sitze ich, glaube ich, auch nicht so gerne hier davor. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Okay. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte, das war mein erstes Spiel mit voller Sprachausgabe. Damals gab es bei uns im Jugendclub so den Philips CDI und das Ding hat mich voll fasziniert gehabt, weil es auch mit Sprachausgabe gab auch und so. Und dann war das mein erstes Spiel mit voller Sprachausgabe und das hat mich dann ja einfach voll gehypt. Und ich fand die Grafik auch geil, die Atmosphäre, den Witz, weil das Spiel hat voll den geilen Witz, wie Monkey Island und so. Das ist halt ein richtig schönes, altes LucasArts-Spiel. Und das liegt mir halt ein bisschen mit am Herzen. Und ich, ja, natürlich, was ich noch sagen muss, mit DF Tentacle 1 war also Maniac Mansion 1 war natürlich auch eine meiner ersten Spiele überhaupt. Ja, das war für einen Amiga, aber das habe ich schon gesagt habe. Maniac Mansion 1 war auch eins meiner ersten so Adventures überhaupt, die ich gespielt habe, eigentlich, ne? Schade, dass ich es nie durchgezockt habe. Ich auch nie. Ich hatte es damals, muss ich gestehen, als Raubkopie. Und du hast ja diesen Kopierschutz gebraucht, also genau. Diesen Codes, und da bin ich oben durch die Safe-Tür bin ich nie durchgekommen. Wobei, jetzt ganz ehrlich, damals hatten fast alle nur Raubkopien. Also, ja, fast alle. Ich hatte auch kein Geld damals. Nee. Ich war froh, den Amiga zu haben. Ja. Ich hatte sicher kein Geld für Spiele. Ich fange jetzt einfach mal an und sammle mal hier alles, was hier so ein bisschen rumliegt, was ich ansammle. Ja, müssen wir, glaube ich, ja genau, den Zettel. Ich glaube noch den Zettel im Fenster, ne? Genau, den brauchen wir auch noch. Aushilfe gesucht, genau. Da liegt noch irgendein Scheiß auf dem Boden. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Den kriege ich aus mit dem Brecheisen später weg. Hier ist noch der Kaugummi, genau. Und irgendwas muss man noch mit dieser Kotze da oben machen. Aber ich glaube, da muss man, ja, irgendwas mal damit Musik einschalten. Keine Ahnung, alles egal. Genau, Schweizer Sparbuch war das, ne? Ich glaube, dahinter ist auch der Safe, ne? Hinter dem Bild von Fred. Genau. Kannst du eben nochmal auf den alten VGA-Modus umschalten? Ja, kann ich machen. Sieht man ja, es ist schon schöner, das neue. Ne? Es ist schöner, wie gesagt, das ist einfach nicht dieser bärmliche Pixelhaufen, wo du weißt, was für eine Auflösung das ist. 320x200, diese alte, ne? Krass. Das ist natürlich in der heutigen Zeit ist das einfach nur ein schlechter Scherz. Nein, aber auf einen alten, sagen wir, von mir hat auch noch 19 Zoller. 19 Zoller hatten wir gar nicht. Nee, damals hatte man 15 Zoller. Hm. Und davon 15 Zoller sieht das auch ganz anders aus, ne? Ja. Also am Ende hatte ich einen 19 Zoller von Phobis, glaube ich, noch einen riesen Trümmer. Guck mal, auf dem Kalender, das Vader. Genau, ob da irgendwas sagt wie ein Star Wars? Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Achso, okay. Das finde ich ja geil, dass das Vader auf dem Kalender ist.
So, jetzt muss ich ja die Uhr rein. Genau. Im Geheimgang. Da muss man, oben noch nicht erledigen. Das ist fast schon zu einfach. Kommst du da noch gar nicht hoch. Mhm. Du bist hier der Experte. Wie gesagt, ich bin, also was das angeht, ich bin bei Zedig, wäre ich der Experte. Wenn ich nicht, aber hier, da bin ich. Wäre ich auch nochmal. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Sollen wir mal machen, ne? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du, Bernhard? Ich will mal diese Kommentare geil von Fred zu den okay, Hauptcharakteren. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Also Bernhard ist auch ein typischer Hörniger Trottel. Ach, könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten. diese Brille hätte wahrscheinlich so eine Hornbrille, ne? Durch die man gar nicht... Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Popo Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern. Um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder! Der Chrono-John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, vor dem Golfschläger und dass wenigstens einer überlebt. Sind schon irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. So weit, so gut. Weiß er doch gar nicht. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Ja, genau, das wird auch Woodstock sein. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Finde ich auch geil, dass es so in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft spielt, weißt du? Ich kann mich noch erinnern, dass diese Rätsel gar nicht ohne waren. Du hattest ja teilweise so diese Dinge, die du zwischen den Zeiten hin und her schieben musst durch die Klos. Also ohne Komplettlösung als Kind, hätte ich sagen. Also ich habe es damals, ganz ehrlich, als Kind, als Jugendlicher oder als junger Jugendlicher, weil ich bin ja 3 Jahre älter, trotzdem war ich kaum, hatte ich auch nur mit Komplettlösung gespielt. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan?
Pläne? Wie sollen wir Hugi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, das ist auch so doof, ne? So, drittens, Bernhard, raus aus meinem Haus. Los geht's! Raus aus meinem Haus. Das ist doch sympathisch, oder? Ja, aber das finde ich auch gut. Wie gesagt, aber solche Menschen würde ich viel lieber irgendwie als Freunde haben, als irgendwelche arroganten Arschlöcher. Aber ja, diese sind wenigstens ehrlich. Ja. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Was mir gerade auffällt, so rechts durch das Fenster, dieses Mondschein, dieses Licht. Ich finde, das ist auch wichtig, dass hier Nacht ist, weil irgendwie kann ich mir das gar nicht tags vorstellen. Also diese Menschen, die kenne ich auch nur nachts aus dem ersten Teil. Auf jeden Fall. Irgendwie gehört das dazu. Wo waren denn die Pläne überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo die Pläne sind. Ja, ich stehe, glaube ich, schon direkt davor. Ach, da. Okay. Du musst nicht ständig umschalten zwischen Dingen. Schnell! Wir müssen sie zu Hugi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Gron O'John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die hieß er noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest. Die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hugi! Komm hier rüber! Hugi ist auch so ein typischer hier ist dicker Rocker, ne? Kumpel, so Dr. Ja, da nimmt's Leben locker ein. Ja, Dr. Fred, wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hugi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Ur. Das ist aber 200 Jahre so oft Ur, das passt nicht sogar. Wenn wir wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Okay. Ich glaube, diesen Baum muss man nachher rot anmalen, das weiß ich noch. Ja, den müssen wir auch noch fällen. Ja, genau. Ich glaube, jetzt haben wir mit Hugi mal ein bisschen los hier. Mhm. Du hast also die ganze Lösung im Kopf, ist das richtig? Ja, ich schaff's auf jeden Fall aus dem Kopf durchzuspielen. Mhm. Weil ich jetzt kann sein, dass ich ein, zwei Mal hänge so ein bisschen, aber... Ja, ich will's auf jeden Fall nicht schaffen, weil ich das viel zu selten durchgespielt habe. Vielleicht dreimal im Leben. Oder zweimal. Das erinnert mich halt so ein bisschen an meine Kindheit alles. Meine Jugend hat ich auch ein bisschen. An die Jugend eher fast schon bei mir, weil ich war wieder... Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ach, das weiß ich noch, dieser Brief. Den muss man doch in der Gegenwart dem einen Typen da oben im Motel schicken, genau. Ich renn kurz zum Chrono John. Da ist was im Chrono John. Du hast ja gerade was gemacht, was ich gar nicht wusste. Wie kann man denn... Ich bin immer zu dem Chrono John selber hingelaufen. So. Ja, das... Gut, das... Ja, ich kenne das Spiel jetzt schon lange. Ja, da gibt's also so eine Abkürzung oder was? Alter. Ja, die Mumie, die kommt ja auch im ersten Teil vor. Ja. Ach hier, das war der immer die ganze Zeit zittert und kalt ist, genau. Das lassen wir noch ein bisschen weg. Wir sammeln erstmal ein bisschen Zeug ein. Genau. Spaghetti. Ah, richtig, dieser Löbel. Das
jetzt gar nicht den Eimer, wo den wir kriegen. Der müsste da im Nebenraum sein, ne? Oder war der hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach ja, damit muss man... Die Seife müssen wir oben klauen, muss. Ja, man muss dieses Wrack in der Gegenwart waschen. Damit. Aber ich finde, hier ist auch alles schön stimmig gemacht. Also auch der Sound. Absolut. Und so. Das, hier ist auch diese Musik ist auch so an die Vergangenheit angepasst, ne? So ein bisschen. Ja. Das finde ich auch cool. Die geht ja auch nie auf den Sack. Die geht ja auch nie auf den Sack. Nee, aber das ist bei den LucasArts Adventures, bei den alten, war das schon die ganze Zeit so, ne? Das war ja fast bei jedem, egal ob du Indie, Monkey, The Dick hattest, die Musik war immer so gut. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Genau, und dadurch, dass wir quasi, sag ich mal, den Wagen waschen, das ist ja Murphys Gesetz, wenn man sein Auto wäscht.